Hallo ihr Lieben, heute erzähle ich euch ein bisschen was über das Thema soziale Phobie und gleich vorweg, jemand, der unter einer sozialen Phobie leidet, ist nicht zu vergleichen mit jemandem, der einfach ein bisschen schüchtern oder gehemmt ist, sondern bei der sozialen Phobie geht das Phänomen, um das es da geht, viel weiter. Man kann so grundsätzlich sagen, jemand mit diesem Problem möchte auf gar keinen Fall im Mittelpunkt stehen oder auch nur irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Und alle Situationen, in denen das passieren könnte, sind ihm ein Graus. Man kann echt sagen, also gäbe es einen Unsichtbarkeitszauber, das wären sozusagen die ersten Kunden, die sagen würden, hier ich, Hauptsache mich sieht keiner an, Hauptsache ich bin nicht im Mittelpunkt. Dahinter steckt die Angst, und zwar jetzt wichtig für das Störungsbild, es ist eine übersteigerte und unangemessene Angst vor negativer Bewertung durch andere Menschen. Also im Kleinen kennt das ja vielleicht jeder, dass man schon mal nicht ganz gerne im Mittelpunkt steht, weil man denkt, oh, ich blamier mich vielleicht. Und mir begegnet das ziemlich oft in Workshops, wenn es welche sind, wo ich mit Kamera arbeite. Und ich sage hier, wir machen Kameraarbeit, dann fangen große, starke Männer, Frauen mit einer frechen Klappe, die fangen sofort an zu zittern, werden etwas bleich und finden das total schrecklich. Unterschied zum Phobiker ist, die machen das aber dann trotzdem, diese Übung, die überwinden sich und die merken dann auch, dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wenn jetzt jemand aber eine soziale Phobie hat, dann ist so eine Situation für ihn ein, ja man kann sagen, eigentlich der ultimative Albtraum, also auch oder ein unüberwindbares Hindernis, denn wobei ich ganz ehrlich gesagt, jemand mit einer sozialen Phobie würde wahrscheinlich bei der Ankündigung einfach gar nicht mehr zum Workshop kommen. So, ganz klar. Also, vielleicht stellt ihr es euch so vor, im Joballtag äußert sich soziale Phobie zum Beispiel so, dass jemand, der darunter leidet, nicht mit anderen redet. Also ihr habt eine Teamsitzung und der müsste vielleicht mal was sagen oder die, aber das wird nicht passieren, denn die Sorge, dass wenn jemand in so einer Sitzung was sagt und alle Augen richten sich auf denjenigen, ist so groß, dass dann, und das ist auch ein Phänomen, also ein Kriterium für die soziale Phobie, sich das direkt in physischen Begleiterscheinungen äußert. Und zwar sind das in der Regel die typischen Angstsymptome. Also Zittern, Übelkeit, Schwitzen, vielleicht auch Erröten, der Drang unbedingt auf Toilette zu müssen, klassischer Fluchtinstinkt, Fluchtreaktion. Und das Schlimme ist, der Teufelskreis für diese Menschen ist dann, dass sie denken, alle anderen kriegen diese Unsicherheit mit. Und das verstärkt das Ganze dann noch. Also es ist wie so ein Teufelskreis. Im Kleinen, wie gesagt, begegnet mir das schon mal bei Workshops, wenn ich so Kameraarbeit mache. Dann machen die Teilnehmer dann diese Übung und die sagen direkt danach, also bevor sie irgendeine Aufzeichnung gesehen haben, sagen sie sowas wie, boah, ich war total schrecklich und meine Stimme hat gezittert und ich merke, was ich für rote Ohren habe. Und die klassische Reaktion von den anderen Teilnehmern ist dann, hä? Ist doch gar nicht so. Stimmt doch gar nicht. Und der Witz ist, diejenigen glauben das dann nicht. Die sagen, nee, das stimmt nicht, was ihr sagt. Und dann ist es so irrsinnig hilfreich, wenn die dann am nächsten Tag, ich lasse meistens so ein bisschen Abstand dazwischen, am nächsten Tag diese Aufzeichnung sehen und merken, nichts von dem, was sie gespürt und gefühlt haben, ist da zu sehen. Also es ist einfach so ein krasser Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und ich sag mal, diese Korrektiverfahrung, die hat der Phobiker halt nicht. Aber natürlich ist sowas im Alltag extrem hilfreich, wenn ich mal fremdwahrnehmen kann, wie ich eigentlich wirke. Und auch zu begreifen, dass und auch zu fühlen, dass diese Gefühle, die ich in dieser Situation hatte, eben wirklich nichts mit der äußeren Realität zu tun haben und dass sie auch kein Gradmesser für die Realität sind, sondern eher im Gegenteil. Gefühle entstehen aus meiner Bewertung der Situation
und nicht aus der Situation selbst. Ich erkläre das mal aus der kognitiven Verhaltenstherapie heraus. Also ich habe zum einen die Situation, mein A sozusagen. Und ich denke, Schritt B, oh Gott, wenn ich den Mund aufmache, dann werden die anderen sehen, wie inkompetent ich bin und ich werde versagen und ich werde mich lächerlich machen. Und aus dieser Bewertung heraus folgt dann C, natürlich das Gefühl von Angst. Ich meine, wenn ich eine Situation so bewerte, dann wird jeder nervös werden und Angst bekommen. Und aus dem Gefühl von Angst heraus entsteht die körperliche Reaktion. So, weil mein Körper schnallt nicht, ob die Angst einen berechtigten Anlass hat oder nicht. Sondern wenn ich Angst bekomme, sagt der Körper, oh, ich habe Angst. Also fängt er an, sein individuelles Angstprogramm abzuspulen. Das ist bei jedem so ein bisschen anders. Also die einen, wie gesagt, haben stärker die Tendenz zum Zittern, die nächsten haben stärker die Tendenz zum Schwitzen, manche kriegen auch alles davon, wie auch immer. Was mir wichtig ist, dass ihr diese Schritte versteht. Auslösende Situation ist das Erste, Bewertung ist das Zweite, Gefühl das Dritte, körperliche Reaktion ist dann das Vierte. Und daraus als Fünftes folgt dann mein Handeln, nämlich dieses, ich sag mal nichts, ich mache mich unsichtbar letztlich. So, was passiert, wenn sowas bei jemandem vorkommt? Er wird in der Folge Situationen wie diese vermeiden. Und das ist leider Mist, weil, wie bei allen Phobien, was passiert? Durch Vermeidung wird die Angst stärker. Das heißt, durch das Vermeiden der Situation etabliere ich eigentlich das Problem erst richtig. So, was macht man in der Therapie? In der Therapie setzt man bei diesem Punkt B, bei den hinderlichen Bewertungen oder Überzeugungen, man nennt sie auch Glaubenssätze, an und verändert diese. Und das macht man zum Beispiel in der kognitiven Verhaltenstherapie. Das heißt ganz konkret, man guckt sich an, was steckt da eigentlich für eine Überzeugung und was gibt es für hilfreiche. Die muss allerdings ein Klient selbst erarbeiten. Also die kann man nicht als Coach oder als Therapeut vorgeben. Das muss aus einem selbst herauskommen. Aber das macht man in der Therapie, das wird erarbeitet. Und man verändert die. Und dann geht man mit diesen neuen Überzeugungen anschließend wieder in die Konfrontation. Nur, das ist natürlich ein Prozess, der dauert. Und die Geschwindigkeit dieses Prozesses, die wird vom Klienten bestimmt. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Und es ist auch völlig egal, wie lange es dauert oder wie klein die Schritte sind, die da jemand geht. Solange er bereit ist, tatsächlich einen Fuß vor den anderen zu setzen, einen Schritt nach dem anderen zu machen, dann ist es egal, wie groß oder wie klein die Schritte sind. Und ich betone das so, weil ich etliche Phobiker kenne und die haben neben ihrem spezifischen Phobie-Thema und ihrer Angst davor, haben die auch noch Angst vor der Therapie, weil sie sich falsche Vorstellungen machen. Da ist der Spinnenphobiker, der sagt, oh Gott, nein, ich gehe nicht in die Therapie, da setzt man mir eine Spinne auf die Hand. Das ist natürlich Quatsch. Ja, irgendwann passiert das, aber nicht am Anfang, sondern wenn der Klient sagt, ich bin soweit. So, aber natürlich helfen einem solche Vorstellungen von Therapien natürlich auch fantastisch dabei, eben nicht das Problem anzugehen. Ja, bisschen Selbstverarsche an der Stelle, aber ich meine, es ist am Ende letztlich eine Güteabwägung für jeden Einzelnen. Also, wie stark schränkt mich die Phobie ein in dem, was ich tue oder was ich tun will. Ich hatte vor einigen Jahren mal mit jemandem zu tun, der war Musiker. Und solange der in der zweiten Reihe stand mit seinem Instrument, da war auch alles okay. Also der hat sich nicht sehr wohl gefühlt auf der Bühne, aber der mochte sehr dieses Miteinander mit den anderen Musikern. Der war jetzt kein Sänger, also er war jetzt auch keine Frontsau. Und weil er halt so erstmal nicht so im Fokus stand, ging das auch ganz gut. Und es war halt auch so, der hat schlichtweg sein Geld damit verdient, also hat er sich auch überwunden. Mit all den Angstsymptomen, die er da so auch haben konnte. Und dann war das so, er musste auch zwischendurch mal solieren. So, und dann stand er ja im Mittelpunkt und er hat das auch hingekriegt.
Nach außen hat das auch prima geklappt. Aber der für sich, der war in einem völligen Angstfegefeuer, dass jetzt alle sehen, was für ein unfassbar schlechter Musiker er ist und dass sie ihn von der Bühne pfeifen werden und dass er eigentlich ein Blender ist und gar nichts kann. Und das hat sich völlig verselbstständigt. Also er hat natürlich auch gesagt, nee, ich will hier nicht solieren und er ist in die Vermeidung gegangen. Und das hat schlussendlich, weil er nichts dagegen getan hat, dazu geführt, dass er seine Live-Karriere an den Nagel gehangen hat. Und er machte dann also nur noch Studiosachen. Ich glaube, macht er auch heute nur noch. Was ich total schade finde, weil klar, wenn er da alleine mit seinen Noten in der Studiokabine ist und seine Musik einspielt, dann, und das so oft machen kann, wie er es meint, dann ist er natürlich nicht mehr in dieser speziellen, angstauslösenden Situation. Aber er hat natürlich auch etwas verloren, was ihm sehr, sehr am Herzen lag. Und das war dieses ganze Miteinander mit den anderen Musikern. Das vermisst er extrem. Und dieses Freie im Team sein und miteinander Musik machen, musizieren, das ist ja was ganz Tolles. Und ich finde das bis heute tragisch, dass dieser Mensch das nicht angegangen ist. Und ich meine, klar, der hat jetzt weniger spezifische Angst, aber er ist dafür auch unglücklicher. Es ist klar, bei jeder Therapie mit Phobien kommt es irgendwann zur Konfrontation mit der angstauslösenden Situation. Ob ich jetzt bei einer Spinnenphobie eine Spinne irgendwann auf die Hand gesetzt kriege oder bei einer Agoraphobie mich mit Plätzen oder Zugfahren oder was auch immer auseinandersetzen muss oder eben jemand mit einer sozialen Phobie, der in der Therapie lernt, sich vor anderen zu öffnen, zu zeigen oder auf einer Party mal den Mund aufzumachen oder wo auch immer man das üben kann. Das ist dann sehr individuell. Ganz wichtig dabei ist nur einfach, dass solche Situationen in einer Therapie sehr langsam und behutsam vorbereitet werden. Und das Tempo bestimmt der Betroffene. Und deshalb muss man von der Therapie auch keine Angst haben, denn die Macht darin, die liegt zur Gänze beim Klienten. So, also das vielleicht mal so drei Sätze dazu. Differentialdiagnostisch wird eine soziale Phobie immer abgegrenzt zu verschiedenen Persönlichkeitsstörungen, üblicherweise zur ängstlich vermeidenden oder zur selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung. Hauptunterscheidungspunkt ist liegt nicht in den Symptomen, sondern in der inneren Betrachtungsweise. Persönlichkeitsstörungen sind Ich-Synton, das heißt, das Verhalten wird in einer Situation als logisch aus der Situation heraus angemessen empfunden. Bei einem Phobiker wird das Verhalten als Ich-Dyston empfunden, als nicht zu sich gehörig. Klassischer Satz von Phobikern ist oft so, ich will, dass das weggeht. Ich will die Angst loswerden. Das würde jemand mit einer Persönlichkeitsstörung eben halt da an der Stelle nicht sagen, weil er dieses Verhalten als zu sich gehörig empfindet. Bei den Ursachen gibt es auch natürlich, wie bei all diesen psychischen Themen, unterschiedliche Ansätze. Etwas veraltet ist sicherlich Freud, der verdrängte Konflikte für ursächlich gehalten hat. In der Verhaltenstheorie geht man davon aus, dass es mal irgendwie eine Situation gegeben hat, also klassische Konditionierung. Das heißt, es gab eine Situation mit Überforderung, mit Angst oder Schrecken und die anschließende Strategie ist halt Vermeidung der Situation und wie gesagt, durch Vermeidung wächst Angst und so geht das weiter. Also entwickeln Leute auch, was weiß ich, eine Hundeangst. Wenn du als Kind mal böse von einem Hund angebellt und geknurrt worden bist und du ziehst daraus den Schluss, weil dieser eine Hund dir Angst gemacht hat, Schlussfolgerung ist, alle Hunde sind gefährlich, alle Hunde machen mir Angst. Und weil alle Hunde gefährlich die Schlussfolgerung ist, geht man auch nicht mehr in die Situation mit Hunden, um herauszufinden und zu merken, Mensch, ist vielleicht gar nicht so. Und dasselbe Prinzip gilt dann halt auch für die soziale Phobie. So, jetzt ist das ja so, dass sich so auslösende Situationen nicht immer so gut greifen lassen. Also wer weiß das denn dann noch? Ne? Es geht mit einer Situation los, dann kommt die nächste und dann geht das und so weiter. Und das fängt halt schleichend an, auch schleichend, dass man solche Situationen meidet. Das ist einem ja oft gar nicht so bewusst, dass man denkt, oh, ich will das jetzt nicht machen, weil. Ne? Sondern
man meidet diese Situation halt einfach. Und irgendwann, wenn man Pech hat, ist es dann halt eine ausgewachsene Phobie. Das hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, was ich für ein Typ bin. Aber klar ist auch immer, dass eine Phobie den Alltag oder auch bestimmte Situationen oder bei der sozialen Phobie den unbeschwerten Umgang mit anderen Menschen halt einfach erheblich einschränkt. Ich glaube, bei der Entwicklung von Phobien ist es einfach auch entscheidend, welche psychische Konstitution bringe ich eigentlich mit. Und was die meisten Menschen mit sozialer Phobie auszeichnet, das ist ein schwaches Selbstwertgefühl und damit verbunden auch eine hohe Selbstunsicherheit. Und das ist natürlich ein prima Nährboden für Phobien oder überhaupt für Angsterkrankungen. Gibt ja noch ein paar andere. Und natürlich kann man jetzt mal gucken, wo und wie entwickelt sich denn Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und tata, wo sind wir da wieder? Natürlich in der Kindheit. Da kann ich hingucken. Das heißt, ich muss als Kind ermutigt werden, Probleme zu lösen. Ich muss in meiner Entwicklung positiv bestärkt werden. Und ich glaube, jetzt mal so wirklich ganz aus meiner Joberfahrung heraus der letzten Jahre, dass die Zahl der Phobiker und Angsterkrankten derzeit rasant zunimmt und dass sie auch noch viel mehr zunehmen wird. Und ja, einfach allein prädestiniert für all diese Themen sind all die Kinder, die heutzutage diese Helikopter- oder Drohneneltern haben, die in ihrer elterlichen Fürsorge verhindern, dass Kinder lernen, selbstwert und selbstsicher zu sein. Die Kehrseite von elterlicher Fürsorge, und zwar von so deutlich, und das ist eine überzogene elterliche Fürsorge, sind schüchterne und unsichere Kinder, die nicht gelernt haben, sich durchzusetzen, die nicht gelernt haben, etwas durchzuhalten, weil sie auch einfach nicht genug Chancen bekommen haben, ein gesundes und stabiles Gefühl von Selbstwert und auch von Selbstwirksamkeit zu entwickeln, weil sie nicht gelernt haben, mit Frust umzugehen. Und sowas entwickelt man nicht zwischen Wattebäuschen und Mütter, die einen immer zur Schule fahren und abholen und hierhin bringen und dahin bringen und am liebsten einen GPS-Chip unter die Haut pflanzen würden, sondern das entwickelt man nur durch das oder im Durchleben von schwierigen Situationen. Anders haut das einfach nicht hin. Und das wird Kindern heutzutage immer weniger ermöglicht. Ja, ich meine, klar, es gibt auch die andere Variante, dass mir als Kind nichts zugetraut wird und dass ich das auf mich übertrage. Aber eigentlich ist das eher so der klassische Anfang, um zum Beispiel eine selbstunsichere Persönlichkeitsstörung zu entwickeln und keine Phobie. Die soziale Phobie ist tückisch. Das ist überhaupt keine Frage. Denn wir Menschen, wir sind soziale Wesen. Und wenn eine Angst meiner sozialen Interaktion mit anderen Menschen im Weg steht, dann schafft das einen sehr hohen und großen Leidensdruck. Die Frage, die ich jedem Phobiker, der mir begegnet, immer stelle, ist letztlich die Gretchenfrage für mich und die heißt, wie lange willst du daran noch leiden? Wir kommen nicht mit Phobien auf der Welt, ist nicht genetisch, findet man nicht, wenn man die DNA analysiert, ist ein erworbenes Verhalten und das ist das Gute an Phobien. Es ist erworben, das heißt, ich kann sie auch wieder zurückgeben. Und wenn das jetzt ein Phobiker sieht, dann stell du dir die Frage einfach, wie lange willst du noch leiden? Das ist dein Leben. Mehr Infos dazu, zu den Kriterien, was das diagnostisch auszeichnet, die soziale Phobie, packe ich euch hier unten rein in den Infotext. Wie immer freue ich mich über Kommentare. Ich freue mich über einen Daumen, ich freue mich sehr über ein Abo. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben.